Liebe Schwestern und Brüder, ich muss gestehen, dass eine gewisse Versuchung darin liegt, im heutigen Evangelium, wenn wir diese Beobachtung Jesu teilen, dass 10 Menschen geheilt wurden, 10 Leprakranke, alle 10 sind gesund und nur einer kehrt um, um Gott die Ehre zu geben, um Dank zu sagen. Ich gestehe, dass eine Versuchung darin liegt, jetzt noch einmal richtig was zum Thema Dankbarkeit zu sagen. So wie Sie das vielleicht von früher kennen, von sich selber oder von den Kindern, die Sie erzogen haben, dass man dann sagt, wie sagt man denn? Und dann kommt so ein verschüchtertes Dankeschön. Und man könnte darüber sprechen, dass wir heute vielfach gesellschaftlich von einem Anspruchsdenken gezeichnet sind. Man könnte geradezu versehrt sagen. Und dass aller Orten Dankbarkeit fehlt. Ich will das aber nicht tun. Sondern ich möchte Sie einladen, heute an diesem Sonntag mit mir durch dieses Evangelium tiefer zu sehen, unter die Oberfläche zu sehen, dessen, was wir mit Dankbarkeit meinen. Und ich fand den Satz eines großen Wissenschaftlers aus dem letzten Jahrhundert, der Folgendes sagt: Es lässt sich kaum eine bessere Möglichkeit denken, um zum innersten Geheimnis der Kirche vorzudringen, als wenn wir sie in ihrem Gebet belauschen, wenn die Kirche vor Gott steht und mit ihm redet. Dann muss nämlich ihr Letztes, ihr Eigentliches an den Tag kommen. Und so findet dieser Mensch, und so finden wir auch heute Morgen wieder, deshalb sind wir ja da, hoffentlich, zu einem Gebet und zu einer Haltung hin, die uns zunächst von uns selber wegführt in das, was die Kirche seit den Zeiten der Apostel tut. Empor die Herzen, hören wir nachher wieder. Erhebet die Herzen. Also zunächst die Bewegung weg von uns selber, hin zu Gott, zu unserem Gegenüber, zu dem, der sich als Vater, als Du anreden lässt. Und was sollen wir dort? Gratias agimus tibi. Lasst uns, so wird das im Deutschen übersetzt, Dank sagen dem Herrn, unserem Gott. Dieser uralte Begriff aus dem Judentum kommend, den man dann ins Griechische übersetzt hat, Eucharistie ist das entsprechende Fremdwort, das wir im Deutschen ein bisschen knapp und ein bisschen verkümmert nur mit Danksagung wiedergeben, meint genau das, was wir im Evangelium hörten. Jesus sagt: Ist denn keiner gekommen, um Gott die Ehre zu geben, außer diesem einen Fremden? Wir belauschen die Kirche, wir hören uns sozusagen heute einmal selber zu, was wir da tun, wenn wir hören den Ruf: Empor die Herzen, lasst uns Dank sagen dem Herrn, unserem Gott. Alles, wofür wir zu danken haben, geht darauf zurück, dass Christus im Mittelpunkt steht und er die unendliche Kluft zwischen Gott und uns, denken Sie an das Evangelium von vor 2 Wochen, zwischen uns und euch ist eine unüberbrückbare Kluft, sagt Abraham mit Lazarus im Schoß, zu dem, der da unten schmort, zu dem Reichen. Dass diese Kluft endlich in Christus überbrückt ist und dass wir Zugang haben zum Vater. Nun werden Sie vielleicht einwenden, ja, das klingt ja wie immer schön nach Sonntag und das klingt ganz in Ordnung, dem kann man eigentlich auch nicht widersprechen, aber mein Leben sieht anders aus. Und Sie merken schon, dass die Bewegung weggeht von empor die Herzen, zunächst einmal weg von uns selber, über uns selber hinaus zu wachsen, größer zu sein als all das, was unseren kleinen Alltag ausmacht. Wir sind wieder bei uns gelandet und fragen: Vielleicht habe ich gar keinen Grund zum Danksagen. Was soll's also? Es ist alles gut mit Christus und der Kluft und Gott und uns. Und das mag alles sein, aber mein Leben ist im Moment beschissen. Ich habe keine Arbeit oder ein Teil meiner Verwandtschaft muss ins Pflegeheim oder ich bin selber von Krankheit betroffen, habe eine schlimme Nachricht erfahren. All das, was unser Leben ausmacht. Und da sollen wir danksagen. Wir wollen uns noch einmal selber beobachten, was wir denn da tun. Denn nicht selten führen solche Einwände ja weg
und die leeren Kirchen sprechen Bände. Menschen haben das Gefühl, dass das, was sie erleben, dort nicht mehr vorkommt. Und es ist eine merkwürdige Beobachtung, je mehr man sich in den letzten Jahrzehnten angestrengt hat, den sogenannten Alltag in das, was wir Eucharistie nennen, hineinzunehmen, dass die Kirchen immer leerer werden. Wir reißen uns Arme und Beine aus, damit es nur ja alltäglich ist und gewöhnlich ist. Und genau das Gegenteil erreichen wir. Wir sprechen Menschen nicht mehr an. Weg von der Liturgie, heißt dann die Devise. Dabei ist Liturgie die universale Zusammenfassung einer gläubigen Existenz auf Gott hin. Das heißt aber, alles, was mein Leben ausmacht. Wir müssen nicht bestimmte Ecken ausklammern, bestimmte Dinge weglassen, vorher aussortieren an der Kirchentür draußen, bevor wir hier hereingehen. Nein, alles hat hier Platz. Alles gehört hierher. Aber hier wird es dann eingeordnet auf Gott hin. Der Jesuit Pater Schneider sagt einmal, indem die Liturgie gefeiert wird mit den Gaben der Schöpfung, mit Brot und Wein, die in den Leib und das Blut des Herrn verwandelt werden, vollzieht sich an diesen Gaben das, was mit der ganzen Schöpfung, also mit unserem Leben, mit unseren Problemen geschehen soll. Teilhard de Chardin nennt das die Eucharistisation der ganzen Welt, des ganzen Kosmos. Alles soll verwandelt werden. Das ist der Beginn in jeder Messe, am Höhepunkt und Mittelpunkt der Messe. Der Beginn der großen Verwandlung, die Gott ins Werk setzt. Und das ist der Beginn einer großen Eucharistie, einer großen Danksagung, wenn man so will. Die Teilnahme, ich zitiere noch einmal den Pater Schneider von den Jesuiten, die Teilnahme, in der Teilnahme an der Eucharistie ist uns, den Glaubenden, das Vermächtnis der rettenden und heilschenkenden Liebe anvertraut. Sie fordert uns auf, statt an die Übermacht der Verhältnisse, fortan an die den Tod überwindende Kraft der Hingabe Jesu zu glauben und in allen Problemen des Lebens und der Welt das Danken zu lernen, heißt Eucharistie zu feiern. Ja, mehr noch, Eucharistie zu sein. In allen unseren Problemen. Sie haben Platz. Jedes noch so kleine Problemchen, das wir in uns tragen oder das wir nicht lösen können oder das wir manchmal vor uns herschieben, alles hat hier seinen Platz und wird eingeordnet in die große Verwandlung, die Gott immer schon beginnt in jeder Eucharistie und die am Ende alles erfassen wird. Jeden Menschen, jede Existenz, die ganze Schöpfung, neue Welt. Das ist Sinn und Ziel dessen, wenn wir den Ruf hören, gleich wieder, empor die Herzen. Lasst uns Dank sagen dem Herrn, unserem Gott. Und dann gibt es eine letzte Bemerkung. Die Danksagung des Lebens geschieht nicht mit irgendwelchen Kostbarkeiten. Manchmal sortieren wir auch das schon vor der Kirche dann aus. Wir meinen, es muss das ganz Besondere sein. Das ist dann das sogenannte Feiertagschristentum. Aber das ist dem christlichen Lebensverständnis ganz fremd. Es geht ja schließlich um alles. Wir haben am letzten Sonntag schon gesehen, dass Jesus hier eine pharisäische Tradition aufnimmt. Gerade in den kleinen Dingen Gott zu dienen und sie hinzuordnen auf Gott. Die Danksagung des Lebens geschieht nicht mit irgendwelchen Kostbarkeiten des Lebens. Diese würden den Blick von der Armut und der Armseligkeit dieser Erde abwenden. Vielmehr vollzieht sich der Dank vor Gott recht einfach. Mit Brot und Wein, dem Alltäglichen, dem Unbeachteten, weil Selbstverständlichen. Ein einfaches Stück Wirklichkeit wird zum Träger des Lebensgeheimnisses, Ort der Offenbarung und Liebe Gottes. Liebe Schwestern und Brüder, wenn wir diesen großen Bogen bedenken, dann merken wir, wie wir, indem uns die Liturgie zunächst von uns wegführt, doch wieder bei uns ankommen.
indem sie uns richtig geordnet zu uns hinführt, indem wir all unsere Probleme und Problemchen mitnehmen dürfen und indem sie in der Ordnung Gottes ins rechte Licht gestellt werden. Sozusagen ist der Zehnte, der da zurückkommt, der Fremde, der Samariter, der nicht zum auserwählten Volk Gottes gehört, ein Bote der Eucharistie. Seine Dankbarkeit im Evangelium führt uns zur Mitte dessen, was uns geschenkt wird, jeden Tag neu und was wir jetzt zusammen feiern dürfen.